Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Tageslichtlampe-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Tageslichtlampe-Test, können Sie Kasse Links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Duronic SATV 1. Das Tageslichtlicht Duronic SATV 1 ist besonders in Bezug auf die Lichtleistung erfolgreich. Wir messen 11.000 Lux in einer Entfernung von 20 cm. Das ist dagegen der drittbeste Wert. Das macht es wirklich geeignet für die Lichttherapie, auch wenn man etwas weiter weg sitzt. Auch bei der Farbtemperatur punktet das Duronic Tageslichtlicht. Es ist trendy weiß, wie von Spezialisten gefordert, und hat einen hohen Anteil an Blau. Wir bewerten das als großartig. Wir finden das ungleiche Licht der zwei Leuchtstoffröhren negativ. Beide Leuchten ziehen über den Bildschirm deutlich die Aufmerksamkeit auf sich. Im Gegensatz dazu sorgen LED-Leuchten auch für viel mehr Ergebnis. Unsere subjektive Wirkung ist auch, dass das Licht flackert. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Lumia Brazil 10.000. Die Lumia Brazil Version macht feinste in Bezug auf die Lichtstärke im Tageslichtlampentest. Bei einer Reichweite von 20 cm vom Guardgut messen wir hervorragende 19.000 Lux. Kein Wunder, dass der Hersteller eine Reichweite von 35 cm vorschlägt, sonst wäre das Licht sicher auch sehr hell. Diese Distanz ist auch viel angenehmer mit Lichttherapie. Sie müssen sich nicht beugen, Sie können sich leicht zurücklehnen. Das Wohlfühlelement ist hoch mit dem Farbtemperaturniveau dieser Tageslampe. Es scheint uns stattdessen warmes Weiß zu sein. Es sieht bequem aus, hat aber höchstwahrscheinlich weniger Ergebnis mit leichter Behandlung. Auf Platz 3 haben wir die Medizana LT460. Der erste Punkt, den wir in Bezug auf die Tageslichtlampe mögen, Medizana LT460, ist die hilfreiche Form und das wunderschöne Gefühl. Das Werkzeug ist sehr eben und liegt auch bequem in der Hand. Mit seinen tragbaren Abmessungen von 26x15x1,7 cm ähnelt das Licht einem Tablet. Die Produktoberfläche fühlt sich ausgezeichnet an. Die Verarbeitung scheint von Premiumer Qualität zu sein. In Sachen Qualität ist das Medizana gut. Sie ist auch den verschiedenen anderen Modellen in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit voraus. Wie die Drehung auf der Vorderseite, die ästhetisch grün hervorgehoben ist. Wir finden es auch ausgezeichnet, dass es eine Stauraumtasche gibt. Der Ständer, Sie können es in drei Einstellungen auf der Rückseite anschließen und damit auch den Neigungswinkel ändern. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Beura TL30. Die Tageslichtlampe Beura TL30 ist der Medizana-Version sehr ähnlich. Es hat auch eine Tabletform und ist auch aus diesem Grund nett und hilfsbereit. Auch wir mögen das Handwerk. Wir denken, dass die Basis viel besser ist als die Medizana. Der umweltfreundliche Clip kann an einer beliebigen Stelle auf dem Rahmen angebracht werden, sodass Sie den Dispositionswinkel des TL30 separat einstellen können. Darüber hinaus ist dieses Modell sicherer. Plusfaktor, der Clip kann direkt in einen Halter auf der Rückseite eingesetzt werden und wird somit zu einem Wandflächenaufhänger. Wenn es um Geräte geht, punktet der Hersteller Beura zusätzlich mit einer trendigen Tasche. Das Licht, das von LEDs erzeugt wird, ist wirklich kühlweiß, wir messen 7300 Kelvin. Der hohe Anteil von Blau stellt die Empfehlungen für den Ersatztag dar. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Beura TL41. Das Beura TL41 ist ideal für die Lichttherapie in den winterlichen Monaten der Nacht und kann Ihr Wohlbefinden steigern. Das Licht repliziert tagsüber mit seiner Helligkeit sowie Farbtemperaturniveau. Wenn Sie es häufig verwenden, kann es im Vergleich zum vermeintlichen Winterblues helfen. Die Beura TL41 Tageslampe ist ein qualifizierter klinischer Artikel. Klinische Guardgauges, die in Europa vertrieben werden, müssen auf Sicherheit getestet und vom Lieferanten identifiziert werden. Nur dann können Sie sich selbst als zertifiziertes Medizinprodukt bezeichnen. Nicht alle Hersteller haben ihre Tagesbeleuchtung akkreditiert. Wir stufen die Wahrheit, dass diese Prüfungsperspektive die Zertifizierung hat, absolut als positiv ein. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.